Willkommen zurück zu SFS. In der letzten Folge habe ich euch die Atlas 5 gezeigt. Heute bauen wir noch einen Mars Rover dazu und fliegen damit zum Mars. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an. Ich muss mal kurz gucken. Okay. Das braucht 12,5 Tonnen. Okay. Dann müssen wir hier unten ein Gegengewicht schaffen, was mehr als 12,5 Tonnen wiegt. Das ist nämlich so oft, wenn ich irgendwas gebaut habe, dass es oben, weiter oben, schwerer war als unten. Und bei dem Eintritt in die Atmosphäre hat sich das ganze Konstrukt einmal gedreht. Und ich habe mit der falschen Seite nach unten gezeigt, deshalb ist es ein bisschen doof. Das sind 5, ich glaube, ich mache es eher so, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 Tonnen. Weil eins dieser RTGs genau eine Tonne wiegt. Verdammt. ja, jetzt habe ich hier aber 15 Tonnen und hier nur 14. Was machen wir da? Was, wenn ich hier einfach... Ja, okay, ist okay. Könnte besser sein, aber egal. So, eine kleine Kapsel. Die Räder schräg dran setzen, damit das Fahrzeug nicht so leicht kippt. 2 RTGs dran. Oben drüber noch 2 Vierer Batterien. Dann das Sonar ransetzen und die hier dran. Dann das hier. Dann kommen hier noch 2 RCS-Düsen dran. Und ich mache schon mal 2 hier hin, die bauen wir nämlich auch gleich. So. Und so. Jetzt muss ich doch nochmal hier hin, wegen einem Fallschirm. Also wenn wir da eintreten in die Atmosphäre, öffne ich den Fallschirm. Die RCS-Düsen sorgen halt dafür, dass ich gerade bleibe und nicht kippe, drehe, wie auch immer. Und dann, wenn wir etwa 200 Meter so über dem Boden sind, löse ich den Separator aus. Und dann landen wir mit den 2 Grashüpferdüsen auf dem Boden und dann koppel ich diesen Separator noch ab und dann haben wir da den Mars Rover. So, jetzt brauchen wir dafür noch eine Hülle. So einmal und... Wobei, so und so. So, machen wir ein bisschen rund den Kopf. Oder wir nehmen das hier kurz weg, machen das so. Und so. Und dann machen wir so und noch so. Ja. So schön. Machen das noch weg. Ja, Leute, das ist der Rover. Bisschen klein zusammengequetscht. Ziemlich kurz für diese Riesenrakete. Aber wir werden das locker schaffen. Also, ich bin gerade oft zurückgegangen. So, Leute, dann werden wir das jetzt zum Mars bringen.
So, mal gucken, ob ich alle erwischt habe. Und los geht's. Wir müssen schon bei 1 Kilometer Höhe anfangen einzulenken, weil die Rakete so stark ist und so schnell, dass es nicht glaubhaft. Aber wir kommen garantiert zum Mars. Könnten jetzt schon in einem Orbit sein, aber wir haben so viel Treibstoff. Ich warte noch ein bisschen. So, bisschen verschwenderisch geflogen. Gleich RCS anmachen. Hülle abmachen und Räder aus. Da. Ein Erdorbit. Mars. Wo ist der Mars? Ach, da. Mist. Da. Mir kommt gerade eine Idee. Was ist, wenn wir einfach die Hälfte vom Treibstoff hier reinfüllen? Dann ist das leichter. Oh. Oha. Warte mal. Huch. Okay. Das scheint ja sehr sensibel zu sein. Und ja, ich versuche so bei etwa 10 Kilometern da reinzukommen. Ja, ist in Ordnung. Jetzt schnell drehen.
damit unser Hitzeschild auch gut funktioniert. Jetzt dadurch, dass da drinnen nicht mal mehr die Hälfte drin ist an Treibstoff, sollte es leichter sein und das hier sollte sich nach unten drehen. Zur Not haben wir ja noch RCS-Düsen. Und wir werden nicht langsamer, oder? Doch, ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Oh oh. Schaffen wir das überhaupt in einen Mars-Orbit zu kommen? Ich glaube, wir fliegen wieder weg. Düsen aktivieren. So. Sind wir wenigstens in einem Mars-Orbit reingekommen. Das reicht fürs Erste. So. Warum wären wir nicht langsamer, frage ich mich. Wir wären langsamer. Aber auch nur sehr langsam. Okay, jetzt würde ich... Hilfe. Das hier vielleicht abkoppeln. Weil das ist schon ziemlich schwer. Und macht uns alles kaputt. Natürlich haben wir jetzt kein Hitzeschild, wir würden verbrennen. Aber dieses Feature ist ja noch nicht im Spiel. Ich frage mich, ob man das dann noch einstellen könnte in den Einstellungen. Da kann man halt einstellen, ob man unendlich Treibstoff haben will, ob es eine Atmosphäre geben soll, Erdanziehungskraft und unzerstörbare Teile. Wäre eigentlich ganz cool, sowas wie Überhitzung, irgendwie sowas. Gleich können wir den Fallschirm öffnen und ganz sanft landen. So. Okay.
Ja, macht ein paar Saltos, würde ich sagen. Oh, jetzt ist leider der Treibstoff alle. Und Landung. Bam. 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 Nichts ist übrig geblieben. Okay. War jetzt nicht so ganz geplant. Wo soll ich denn wissen, dass hier plötzlich bei 500 Metern schon der Boden beginnt? Ich hätte jetzt so 200 Meter geplant, aber ja gut. Scheinbar geht es hier noch weiter in die Höhe. Sind wir hier auf dem Berg? Oh, scheinbar schon. Scheinbar sind wir hier auf einem Berg gelandet. Ist natürlich nicht so toll für die Landung. Aber, ja. Na gut. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Ich will jetzt aber nur noch bis zur Spitze fahren. Das interessiert mich halt schon, wie hoch dieser Berg ist. Vielleicht ist es auch kein Berg, vielleicht ist es ein ganz gewöhnlicher Hügel. Auf jeden Fall geht es da noch ein bisschen weiter nach oben. 56, 650. Nee, wir waren auf keinem Berg. Wir waren in einem Krater eher. Ja gut. Das Gute an dem Rover ist, dass er halt so flach ist, wodurch er halt weniger oder seltener umkippen kann. Ist ganz gut eigentlich, finde ich. Jetzt fahren wir wieder runter. Jetzt sind wir wieder in einem Krater. Na gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann vielleicht auch schon in der nächsten Folge wieder. Tschüss.